Zurück zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Pack-Opening in FIFA 17 Ultimate Team. Wir sind wieder am Start. Gestern war der beste Spieler Aaron Ramsey, heute wollen wir das Ganze toppen. Das ist unsere Mission, also 84 plus bzw. 85 ist das Ziel oder eventuell auch coole Informs, Legenden und so weiter und so fort. Wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet und euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault, wo ihr selber Sachen kaufen könnt, wie beispielsweise Microsoft Guthaben, wenn ihr selber Packs ziehen möchtet. Social Media Links, Merchandise, Amazon, da könnt ihr FIFA 17, wenn das noch nicht habt, nochmal vorbestellen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche bestimmten Videos wie wir 17 haben wollt. Also lasst einen lieben Kommentar da, wenn euch das Video gefällt. Gut, ohne weiteres Gelaber, wir haben hier zweimal Anthony Martial und wir haben Harry Kane noch daneben. Und das wären beide Spieler, die ich gerne ziehen würde, beziehungsweise vor allem Harry Kane. Wir fangen an. Erstes von 20 Packs für diese Episode und Martial bringt uns als ersten Spieler einen seltenen. Und zwar wird es Victor Enyama von Losc Lille, beziehungsweise LOSC Lille. 83er Rating. Wir kommen schon mal näher ran an die 84, als mir lieb war im ersten Pack. Allerdings, ich habe immer noch keine einzige Animation mit Flaggen gesehen. Das ist auch so ein Ziel für diese Episode. James Rodriguez, en el segundo pack. Und wir bekommen einen seltenen Spieler. Arturo Vidal. Natürlich nicht. Hernandez, ich werde so oft getrollt. Also das ist wirklich schwierig dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, ob Vidal hinter der Flagge hervorgelaufen wäre. Wir kriegen noch Sanchez dazu, der letztes Jahr einen guten Team of the Season hatte. Song und Gillette. Ja, 69 Hechten. Das ist echt ein scheiß Keeper und scheiß Werte für eine Goldkarte. Marco Reus, ein typisch deutsches Pack und ein seltener Spieler. Jawohl, jetzt Flaggen. Nein, es gibt einen Sechser und zwar es gibt... Wer ist das? Ach, Nzonzi, 82er Rating hat er mittlerweile auch von Sevilla. Ja, die Ratings gehen bisher auf jeden Fall in Ordnung, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Dazu noch Ovela, den kenne ich wiederum nicht. Azamum und wieder mal leider Gottes nichts Finishes. Wieder Eden Hazard, ich kann nicht so gut Französisch singen. Lasse ich das Non-Rare. Irgendwie bringt der mir nur Non-Rare, und zwar Nico Bungert. Ja, sieht auch nicht so schlecht aus, aber ist jetzt kein Spieler, den man unbedingt im Pack haben möchte. Dazu noch Jansson und Pereiro. Und das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Wir wollen diese Flagge sehen, bitte. Seltener Spieler ist es schon mal. Es wird ein Rechtsverteidiger von West Brom. Es wird natürlich Niom, 78er Rating, 77 Tempo, 84, für sich. Für sich. Für sich. Physis. Aber, ja. Es ist, also, die Flagge, sie ist mein Ziel. Bei James Rodriguez haben wir die nächste Gelegenheit, aber bei einem Non-Rare-Spieler ist das sehr unwahrscheinlich. Pelé, ja, der hätte ich lieber die Legendenkarte gezogen, muss ich sagen, aber 76er Non-Rare soll da schon groß drin sein, außer ein Silberbeast. Ne, aber Abdoulaye Konko, der spielt mittlerweile da. Atalanta, auch mal interessant. Belgisches Auswärtstrikot. Anthony Martial, der Franzose, diesmal wieder was Seltenes. Jawohl, eine Flagge, nein, aber ein italienischer Stürmer von Watford, Okaka Chuka ist das. Ja, 85 Füße, 77er Rating, will ich sowieso ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie viel Weakfoot er dieses Jahr hat. Das ist eine spannende Frage, 80er, 9er Pjatov. Das ist die spannende Frage, er hatte mal einen Stern, er hatte mal drei Sterne, mal fünf Sterne, dieses Jahr hat er drei Sterne. Naja, okay. Also ich warte wirklich auf den ersten guten Spieler. Ich will zumindest einen Hochbewerteten ziehen in diesen ganzen Pack-Openings. Es wird hier, nicht Adrian Valdez. Ist das Victor Valdez? Warum hat der 82 und warum sieht der so haarig aus? Das kann ich mir jetzt nicht erklären, aber das Rating ist an sich in Ordnung. Maurizio noch dazu, kenne ich jetzt nicht, aber sieht auch sehr solide aus von den Stats her. Alles über 72. Khalili, tatsächlich, der hat Haare bekommen. Den Schock muss ich erstmal verarbeiten. Neuntes Pack, Harry Kane, seltener Spieler wird es mal wieder nicht. Es wird Kalinic, aber 80er Rating, als Non-Rare ist das gar nicht mal so beschissen. Die Karte sieht aber nicht so krass aus, muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Geht auf jeden Fall besser. Wellington, Wollscheid. Ich habe es im Gefühl, das 10. Pack in dieser Episode und wir werden ihn feiern, egal wer es sein wird. Es wird ein seltener Spieler, es wird ein irischer Stürmer, es wird Robbie Keane, den kann man auch feiern, aber das ist trotzdem nicht das, was ich haben wollte. Ja. Naja. Herrlich ist es nicht. Dusan Tadic, De Paul. Warum ist er so langsam? Angelito Di Maria, NL 11 Pack dieser Episode und wieder Okaka. Och Mensch. Ich glaube, ich skippe gleich mal ein Pack, habe ich noch gar nicht gemacht dieses Jahr. Hilbert... Maradona, ich weiß nicht, was 11. Pack heißt. Aber James werde ich nicht skippen. Ich glaube, der bringt mir was Gutes. Er bringt mir einen seltenen Spieler. Er bringt mir einen Portugiesen. Er bringt mir André. André natürlich mal wieder. Es ist so logisch. Aber 81. Ich will mich nicht beschweren. Die Ratings sind okay, aber die Knaller sind nicht dabei und die Moneymaker nicht. Das ist ein bisschen schade. Oh, Leute, guckt euch diese Karte an. Der ist fast ein Jahr jünger als ich und hat solche Werte. Oh, aber sieht gut aus, Peñaranda. Und Sandro Wagner, jawohl. Komm, Harry, lock. Rock, nicht lock. Rock me like a Hurricane. Sokratis? Nein, Papadopoulos. Ja, okay. 79er Rating von RB Leipzig. Die Karte sieht wieder mal relativ gut aus. Ist ein absolutes Kopfball-Ungeheuer, aber man wartet auf den Kracher. Und die 84 haben wir bisher noch nicht besiegt. Ist das Ziel. Wenn es nicht klappt, wäre das schade. Dann müssen wir aber nächstes Jahr auf jeden Fall die 83 besiegen.
Weil das wäre dann wirklich sonst richtig schade. Die Maria auf dem nächsten Berg habe ich nicht mal gecuttet hier. Seltener Spieler und. Kovacic. Oh, fuck my life. Warum erwarte ich überhaupt Modric? Ich werde nur getrollt dieses Jahr, aber warum erwarte ich auch Modric? Der würde hinter der Karte ja vorlaufen. Der hat ein 89er Rating. Ah, Kovacic ist ja gut. Schön und gut, aber. Also so einen richtigen Kracher, bitte jetzt mal. Selten, komm. Ist mir egal, ob er eine Flagge ist. Ruben Castro hat ein 81er Rating, ist wieder in Ordnung, aber halt wieder auch nichts Krasses. Mann. Immerhin war in dem Pack kein Duplikat dabei. Wir haben noch 5 in dieser Episode und Marco Reus bringt uns einen Non-Rare-Stürmer und zwar Igalo. 81 Tempo. Der war letzte Saison sowas von stark. Sieht auch nicht schlecht aus. Könnte bestimmt für ein bisschen was gehen, einfach weil er halt Non-Rare ist. Und in der Premier League spielt und gute Werte hat und schnell ist, aber... Wieder kein Duplikat. Martial. Es ist noch kein Tor in der Bundesliga gefallen. Vielleicht ist das Zeichen für mich. Es wird ein Innenverteidiger. Es wird Virgil van Dijk. 79er Rating. Auch ein guter Spieler, aber halt wieder keiner, der irgendwas wert ist. Großartig. Und ich habe noch keinen einzigen 96 Spieler gezogen, muss ich auch mal dazu sagen. Da hinten haben wir noch ein Freeset. Ne, ein Leihset. Das ist interessant. 81 bis 85. Wir können theoretisch das Ziel mit der 84 schaffen. Schaffen wir aber sowieso nicht, weil letztes Mal habe ich auch Martial den niedrigst bewerteten gezogen. Es wird Diego Lopez. Oh Gott. Nicht mal die Leihspieler wollen mich. Gut, 3 Goldsets haben wir noch. Ich bin gespannt. Seltener Spieler. Flaggen im Hintergrund kommen nicht, aber es wird Sanchez. Den haben wir schon gezogen. Freunde, was soll denn sowas? Das ist doch langweilig, wenn immer nur die gleichen Spieler auftauchen. Edin Dzeko ist nicht mal mehr selten. Schade. Vorletztes Pack für diese Episode. Anthony Martial. Es wird was Seltenes. Es wird Ashley Williams. Von Everton hat ein 83er Rating. Dachte ich mir fast schon. Also bleibt 83 das höchste Rating für diese Episode. Aber die Karte sieht auch wieder gut aus. Er könnte ein bisschen was wert sein. Trotzdem ist das nicht was, was man will. Jesse ist aber schon mal noch ein bisschen besser. Das war ein gutes Pack, weil ich glaube, Jesse könnte für ein bisschen was gehen. Der sieht nämlich auch wieder sehr stark aus. Er geht für nix. Okay, alles klar. Aber Williams wird locker für was gehen, oder? Ich will zumindest die 7500 Münzen, die es theoretisch gekostet hätte, raus haben. Ja, okay. Haben wir raus, denke ich mal. Oliveira noch dazu. Getafe. Okay. Das war jetzt nicht super herrlich, aber in gewisser Weise herrlich. Ist also in Ordnung. Letztes Pack und es wird Martin Skrtel von Fenerbahce Istanbul. 82er Rating, damit kann man auf jeden Fall enden. Nicht mehr so stark wie ganz, ganz früh, aber auf jeden Fall nochmal eine gute Karte. Vielleicht noch einen schönen Spieler dazu. Serion Bonera, naja. Aber gut, was soll's. Das Trikot von Valencia sieht mal richtig cool aus, aber ich bin mit meinem immer noch sehr zufrieden. Den von Kai Go und Zed und ich habe noch kein einziges Spiel in Ultimate Team gemacht. Das muss ich demnächst machen, aber jetzt öffne ich erstmal noch die letzte Episode und vorher beende ich diese hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schade, dass wir nicht geschafft haben, die 83, die 84 zu droppen von Aaron Ramsey, aber vielleicht ja im letzten Part. Ich hoffe es zumindest ganz, ganz stark. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Videobeschreibung aus, würde mich auch tierisch drüber freuen. Schreibt einen lieben Kommentar, das ist eine großartige Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.